Ja, in dem Video geht es ganz kurz darum, auf einen eTrix 10 eine Karte zu installieren. Und zwar ist die Herausforderung jetzt, eine Karte mit 50x50 Kilometern abzudecken, wo alle, ja, ich meine alle Wege, ja, dargestellt werden. Auch die kleinen Pfade. Und die Städte werden als Punkte dargestellt. So. Das wäre jetzt hier schon das Endresultat. Da möchten wir ganz gerne hin. Bei 12 Kilometern sieht man schon die ersten Städte. Dann bei der Zoomstufe 8 Kilometer sieht man auch die kleineren Städte. Es kommt dann 120 und ab 120 Kilometer werden dann auch alle Wege dargestellt. Die kleinen Pfade. Ja, und Ortsstraße, Landstraße, was weiß ich, Teerstraße, Wiesenwege, Pfade, Klettersteige, etc. Ja, und wenn ich einen Track starte, wie jetzt zum Beispiel, habe ich einen erstellt, auf der Wander- und Reitkarte zum Beispiel, zack, 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 und habe das aufs Gerät überspielt. Ja, habe ich dann Härtencross genannt, sind 52,9 Kilometer. Hier sieht man dann den ganzen Verlauf, hier ist mein Startpunkt. Und ja, so in etwa verläuft er. Und dann sieht man auch so als Anhaltspunkte, ja, wo in etwa man sich dann befindet. Und wenn man den Track dann startet, dann kann man dementsprechend der Tracklinie hier nachfahren. Karte dreht sich auch logischerweise mit. Ja, so sieht das dann aus. Ab 120 Meter Zoomstufe geht es los. So, wie gehen wir da vor? Wir brauchen einen Internetbrowser eurer Wahl. Geben ein, bei Google zum Beispiel Map Composer. So geschrieben, wie man spricht eigentlich, Map Composer. Und bei mir ist es auch der erste Treffer sofort. Dann gehe ich hier auf Installation. Dann gehe ich auf Downloads. Sofort die aktuelle Version wäre in dem Fall die 104. Und irgendwo steht hier Starthilfe. Die lade ich auch runter. Das geht relativ schnell, weil die Dateigröße ist ja nicht erwähnenswert. Dann gehen wir in den Dateibrowser auf Downloads und entpacken die ganze Geschichte. Rechte Maustaste hier entpacken. Ja, und dann schon wäre es entpackt. Dann gehe ich in die Starthilfe. Datei bzw. den Starthilfe-Ordner kopiere ich mir, gehe wieder einen nach oben in den Map Composer-Ordner, drücke in meinem Fall String V, zack, da sind beide Dateien drin. Dann nehme ich den Map Composer inklusive Starthilfe-Datei mit der rechten Maustaste kopieren, gehe dann immer ins Home-Verzeichnis, ja, und füge diesen hier ein. Damit hätte ich schon mal die Datei rund um das Programm schon halb installiert. Jetzt können wir, glaube ich, hier erstmal raus. Was müssen wir jetzt machen? Ja, dann können wir jetzt eigentlich den Map Composer starten. Dazu öffne ich das Terminalfenster. Dann gehen wir ein CD Map Composer 104 und geben hier diesen mega langen Java-Befehl ein. Den packe ich euch unter das Video, gehe jetzt nicht näher darauf ein. Beim ersten Start erfolgt diese Meldung hier, Autokonfiguration erfolgreich abgeschlossen, das können wir ignorieren. Wir gehen dann auf den Button Regionen und hier haben wir zwei Einträge. So, ich lösche mal einen Eintrag und bearbeite dann den übrig gebliebenen. Die Koordinaten muss man natürlich vorher ermitteln. Ja, wie das geht, da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Ich denke, das bekommt ihr selber hin. In meinem Fall wäre das 7 bis 7,5, meine ich, und 51,5 bis 51,8. Da müssen wir darauf achten, dass hier ein Haken gesetzt ist. Die nächsten Punkte können wir auch ignorieren, außer natürlich Datenquelle, weil wir brauchen die passende Planet-File.
Für meine Region wäre das Nordrhein-Westfalen, aber ich hätte vorhin schon mal einen Test gemacht. Nordrhein-Westfalen, irgendwie gibt es da bei meinem Server momentan eine Fehlermeldung. Deswegen nehme ich mal Germany. Ja, dann gehen wir auf Speichern. Weil mehr brauchen wir jetzt hier nicht vornehmen, das passt. Ach so, vernünftigen Namen noch geben. Wie können wir das denn mal nennen? Wir geben mal ein Testregion 01, ne? Genau. Speichern, Testregion 01, passt. Dann gehen wir auf Beispielkarte bauen. Dann geben wir den gleichen Namen ein. Testregion 1. Das bleibt. Die beiden Haken kommen weg. Wir brauchen nämlich nur das Image fürs Garmin-Gerät. Der Rest bleibt so, wie es ist. Hier ändern wir auch nur den Namen. Muss man nicht, aber ist schöner. Das Feld muss markiert sein. Speichern. Das Feld muss markiert sein. Ja, und damit wären wir schon mit den ersten Vorbereitungen durch. Die Buttons, die interessieren mich jetzt momentan gar nicht. Das Einzige, wo man auch mal noch gucken kann, wäre unter Einstellung, ob alle Pfade korrekt sind. Bei mir sieht das sehr gut aus. Das hat Map Composer erfolgreich von alleine hier gemanagt. Perfekt. Jetzt kommt die eigentliche Karteneinstellung. Da brauchen wir diese beiden Felder hierfür. Einmal die Renderregel und die Kartenobjekte. Dazu wähle ich zuerst alle Objekte an. Na. Alle Objekte und gehe dann auf Renderregel. Jetzt biege ich mir so ein bisschen das Fenster jetzt zurecht. Pixelgenau treffen, okay. Und zwar markiere ich mir jetzt erstmal alle Felder mit String A. Und hier in der Spalte aktiv klicke ich mit der rechten Maustaste, dass das Kontextmenü aufgeht, und wähle Ersetzen von aktiv. Der Haken muss weg. Okay, jetzt ist alles weg. Jetzt haben wir eine Karte mit nichts. Das wollen wir ändern, indem wir jetzt hergehen und sagen, wir wollen ja nur die Wege haben. Renderregel wieder. Jetzt wird in diesem Fenster werden jetzt nur die Wege angezeigt. Wo fangen die Wege an? Hier oben haben wir die Höhenlinie, die brauchen wir nicht. Autobahn möchte ich auch nicht haben, aber alle anderen Wege möchte ich haben. Von hier bis hier hätten wir Wege. Die können wir dann wieder aktivieren. Ersetzen von aktiv zu aktiv. Genau. Hier unten wäre noch ein Weg. Aktiv speichern. Und hier unten haben wir noch eine Landstraße. Rechte Maustaste bearbeiten. Aktiv speichern. Das nächste Feld wäre ein Teerweg. Taxiway. Okay. Jetzt können wir eigentlich auch mal aktivieren. Ja, mehr brauchen wir nicht. Hier mal irgendwo noch eine Brücke. Habe ich die schon? Die Bridge habe ich jetzt gerade aktiviert. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Jetzt ändern wir die Zoomstufen. Diese Wege zum Beispiel, die werden alle schon ab 19, 22, 18, 17 sogar schon eingeblendet. Das bedeutet, dass das Kartenimage dann viel zu groß wird. Wir haben ja noch maximal 4 MB zur Verfügung. Deswegen gehe ich hier immer hoch auf Zoomstufe 24. Hier kann man auch über den Button Weiter, kann man hier auch immer ein Feld weiterklicken. Hier sieht man, wie er dementsprechend dann nach unten tickert. Ja, das hier gehen wir jetzt einmal komplett durch. Dann knöpfe ich mir noch die unteren Wege hier vor. Hier nehmen wir sie auch mal auf 24. Weiter. Dann als nächstes möchte ich, dass die Straßennamen nicht eingeblendet werden. Wieder ein Doppelklick. Und dann klicke ich, hier unten drauf. Und hier darf nichts drin stehen. Das Feld muss blank sein. So, ich ticker hier auch ganz normal weiter.
Na, wo ist er jetzt hin? Dann nehme ich mir den nächsten, Ortstraße. So, hier wäre ein Eintrag. Nehmen aufs leere Feld, speichern. Dann Landstraße. Leeres Feld anwählen, speichern. Ortstraße ist schon gut. Ortstraße, gut, haben wir schon. Müssen wir gucken. Feldweg gibt es keinen Namen, meine ich. Simsalabim. Hier wäre nochmal Landstraße. Ist auch nichts. Perfekt. Ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Hier unten ist noch was. Hier steht auch nichts drin. Pfade haben sowieso keinen Namen. Ja, passt. Habe ich hier oben schon. Oh, hier wäre noch ein Eintrag. Den machen wir weg. Startstraße habe ich da schon. Ich check noch einmal die Lage. Ne, alles gut, ne? Gut. Zoomstufe haben wir, keine Straßennamen. Jetzt müssen wir noch die Farbe hier ändern. Das soll schließlich alles schwarz werden, einfach nur ein Strich. Dann gehe ich hier erstmal raus aus der Renderregel. Wege ist nach wie vor aktiv und gehe dann in die Kartenobjekte. Fenster biegen muss wieder zurecht. So, so alles auf einem Blatt hier. Prima. Autobahn interessieren uns nicht. Bundesstraße, hier fange ich mal an. Doppelklick wieder. Farbe passt. Ich nehme den Wert 1, nichts und die Farbe schwarz. So, und das ticker ich jetzt auch komplett durch. 1, schwarz, nix. So, ich check nochmal, ob ich alles jetzt auch wirklich richtig gemacht habe. Ach, eine Sache noch bei Kartenobjekte. Es kann sein, nicht es kann sein, es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass zum Beispiel bei Feldwege unbekannt bei euch Grafik steht. Dann ist hier eine Grafik hinterlegt mit dem Pfad hinter. Hier müsst ihr einfach nur auf Farbe wählen, den Wert eingeben und dementsprechend auf Schwarz stellen. Ja, dann hat man in dem Sinne jetzt den Feldweg auch in Schwarz, nicht als Grafik. Wie zum Beispiel auch bei der Treppe. Da ist bei euch auch eine Grafik hinterlegt. Und dann einfach hier auf Farbe 1 schwarz speichern. Fertig. Genau. Ja, ich behaupte mal, soweit ist alles perfekt eingestellt. Wenn nicht, wird sich Map Composer gleich melden. Ja, ich drücke jetzt einfach mal hier auf Generieren. Und dann schaue ich mal, was passiert. Ich will als erstes die Planet-File runtergeladen. In meinem Beispiel sogar ganz Deutschland. Das dauert jetzt in dem Fall 3 Minuten. Das Logfenster ist hier auch ganz interessant, weil hier sind alle, werden so alle Aktivitäten, die Map Composer durchführt, werden hier aufgelistet, inklusive Fehlermeldung. Und hier vorne dann auch nochmal den aktuellen Status, was gerade passiert. Ja, das können wir erstmal nur warten. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn es hier was Neues zu berichten gibt. So, das ging ja so relativ schnell. Gut, war auch eine kleine Karte. Nach 11 Minuten wäre dann Map Composer fertig. Es gibt hier keine Fehlermeldung, außer die Fehlermeldungen, die gewollt sind. Die Datei müsste sich jetzt theoretisch, wenn alles geklappt hat, ja, bei Map Composer in dem Ordner Garmin sich befinden. Perfekt. Und zwar wäre das die Datei. Den Rest können wir hier löschen. So, jetzt habe ich das Garmin erstmal eingestöpselt, weil wir müssen nämlich die, das wäre jetzt hier das Garmin-Verzeichnis und hier wäre jetzt die Datei bzw. die Karte, die wir erstellt haben. Die heißt gmapsub und die müssen wir umbenennen. Ich muss mal eben nachschauen, wie die heißen muss. Und zwar so muss die heißen. Den Namen kopiere ich mir. Benenne meine erstellte Datei 1:1 genauso.
Jetzt könnte ich die eigentlich sofort drauf spielen, beziehungsweise die alte löschen und dann die neue drauf. Die hat sogar mit 1,2 MIB verdammt wenig Speicherplatz. Das wundert mich jetzt. Bevor ich jetzt rüber spiele, möchte ich die aber erst vorher einmal abchecken, wie die überhaupt aussieht. So, als nächsten Schritt schauen wir uns die Karte erstmal an. Wir öffnen Map, QMap Check. So. Hiermit habe ich die Möglichkeit, mir die Karte anzuschauen. So, das wäre die Karte, die wir gerendert haben. Ich kontrolliere nochmal eben Kartenverzeichnis. Ja, das passt, das ist in Ordnung. Und erstmal sieht man nichts, man muss jetzt ziemlich weit reinzoomen. Hier unten wäre der Maßstab, achten wir mal da drauf. Es müsste eigentlich ab 120 Meter, müsste eigentlich die Karte zu sehen sein. Zack. Okay, 120, die Zoomstufe gibt es hier nicht, aber immerhin 100. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das erkenne ich auch so, dass das Recklinghausen ist, zum Beispiel der Wall von Recklinghausen. Nur, was jetzt noch fehlt, ich habe am Anfang des Videos gesagt, ich möchte ganz gerne, dass hier die Städte noch dargestellt werden. Und wie man hier sieht, sieht man nichts. Keine Städte. Das können wir eben noch mal ändern. Wir schließen. Gehen nochmal ins Terminal. Starten nochmal den Map Composer. Wie gehabt. Gleicher Prozess. Die benenne ich einfach mal um in Alt. Es wird nämlich jetzt eine neue Karte erstellt. So, machen wir uns die Fenster mal wieder ein bisschen schön. Testregion. Genau. Wir wollen Punkte als Punkte. Point of Interest. Um die Städte anzeigen zu können, müssen wir wieder in die Renderregel. Vorher hier auf BIOS stellen. Und suchen nach Städten, Orte, Dörfern. Wo haben wir das? Hier. Wir wollen sehen Großstadt, Ort, Stadtteil, nee. Stadt, Dorf, ja. Weil, ich glaube, das reicht mir. Für meine Gegend müsste das völligstens ausreichen. Und wähle hier wieder Ersetzen von aktiv durch aktiv. Jetzt müssten die eigentlich dargestellt werden. So, bevor ich jetzt erneut rendere, benenne ich erstmal alles um. Weil es kann nämlich passieren, wenn man es nicht umbenennt, dass er irgendwie die alten Einstellungen noch im Speicher hat und dass das dann dementsprechend nicht funktioniert. So, alles umbenannt. Mal einmal checken. Umbenannt, 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 umbenannt. Und jetzt generiere ich nochmal neu. Bis gleich. Er ist fertig nach 76 Minuten. Das stimmt nicht ganz, weil ich hatte vorhin eine kleine Störung, da musste ich einmal quittieren. Da lief der Map Composer ganz normal weiter. Also waren vielleicht auch wieder so 10, 11, 12 Minuten, schätze ich mal. Ja, wie gesagt, Testregion 2 wäre jetzt fertig. Keine weitere Fehlermeldung mehr. Jetzt schauen wir auch mal nach in dem Ordner, ob die Datei überhaupt da ist. Ist sie, genau, das war meine alte Karte. Oder meinen anderen Kram mache ich mal hier eben weg. Den brauche ich nicht, den nicht, den nicht, den nicht, den nicht, den nicht. Zack. Das war meine alte Karte und das ist meine neue Karte. Gut. Checken wir mal wieder die Karte. QMac-Check. Das wäre die alte Karte. Jetzt aktivieren wir mal die neue. Aha. Die alte deaktivieren wir. Das wäre jetzt die neue Karte. Und die Städte wären jetzt da. Lüdinghausen bis Gelsenkirchen, Dortmund und was hätten wir hier oben? Regen, schätze ich mal. Da, klein Regen. Passt. Ja, so sieht das aus. Wenn ich jetzt mal hineinzoome, zoomen wir mal Richtung Herten. Ist immer eine gute Wahl, dort rein zu zoomen. Da müsste dann irgendwann müssen an die Straße kommen. Hier bei 120 Meter, auf dem Garmin bei 120 Meter erscheinen dann die Wege. Ja, perfekt, würde ich sagen.
Sieht natürlich ein bisschen verwirrend aus, ist klar, weil hier sind A2 Spuren und hier sind auch noch Fahrradwege. Ja, aber dennoch ist das eine feine Sache hier. Ich bin richtig begeistert. Jetzt zoome ich mal in ein Wandergebiet hinein. Müsste hier in etwa sein. Die Hart. Ist das schon die Hart? Ja, das sieht doch stark nach einer Wandergegend aus. Mit extrem vielen Wegen. Ja, gefällt mir. Hier wäre der Hauptweg. Dann kabelt sich hier einmal am Kreuz. Geht dann hier weiter. Hier ist noch ein Hauptweg und das sind alles Nebenwege. Gut, erkennt man jetzt so nicht, aber das weiß ich jetzt in dem Fall. Ja. Und ihr habt gesehen, ich habe jetzt gerade mal 1,2 Megabyte oder 1,3 mit Städten. Das heißt, da geht noch was. Da habe ich bestimmt noch 3 bis 4 Megabyte Luft. Also da kann man das Gebiet, also ich denke mal, vielleicht ist sogar ein Gebiet von Nordrhein-Westfalen oder sagen wir mal vom kompletten Ruhrgebiet wäre auf jeden Fall machbar. Das Ganze auf den eTrax 10. Ja, ich würde sagen, ich schließe das eTrax mal an und spiele die Karte mal sofort rüber. Dann machen wir sofort einen Live-Test. Die alte lösche ich schon mal. Die können wir löschen. Die muss ich wieder umbenennen. Und zwar in gmap.img. So muss die heißen. Und die kann ich dann aufs Garmin packen. Dauert im Moment. Müsste gleich hier angezeigt werden. Da. Hier wäre. Hier wäre das Garmin. Der Garmin-Ordner. Und das ist meine alte Datei. Die hat 3,4. Die möchte ich aber ganz gerne behalten. Weil das Gebiet war nämlich noch etwas größer. Wo speichere ich es mal eben hin? Speichern wir es einfach mal hier hin. Das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Ja, das war's, glaube ich. Dann können wir die jetzt löschen. Dann gehen wir einmal in den Papierkorb und löschen alles. Das auch tatsächlich vom Gerät verschwindet. Gehen wir wieder in das Garmin-Gerät rein, Ordner Garmin. Und dann jetzt Map Composer, auch Ordner Garmin. Und hier ist die erstellte Karte. Ja, und die fügen wir jetzt hier ein. Da wäre er schon fertig. Ich schmeiße das Gerät raus. Ja, und so wird die Karte dann live vor Ort aussehen. Hier wäre Zoomstufe 30, 50, bei 80, 120. So, beim nächsten Switch müsste eigentlich weg sein. Ja, was man jetzt hier noch sieht, ist der Track. Irgendwie noch ein Track drauf, den könnte ich mal eben ausblenden. Track Manager, aktuellen Track löschen. Nehmen wir, welchen Track nehmen wir? Dann nehmen wir ruhig nochmal diesen Herdenkross. Auf Karte anzeigen. Hier sieht man einen schönen Verlauf. Oben ist Mahl, Recklinghausen, Herten. Da vorne wäre Buhr. Jetzt mache ich auf Go. So, und jetzt sehen wir natürlich nicht viel. Aber das können wir ändern, indem wir reinzoomen. Also normale Zoomstufe wäre bei mir zum Radeln 50 Meter. Ja, und dann kann man, das kann man natürlich super ablesen. Die kleinen Straßen sind zur Orientierung quasi. Ja, damit man auch weiß, dass man auch den richtigen Weg abbiegt. Operation gelungen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!